Aloha, werte Spielflutsurfer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Evoland 2. Der Kuro wiegt euch schon ganz begeistert. Genauso wie... Ja, meine einer, der Amano ist natürlich genau. auch wieder da. Genau. Ich bin Nina Schira und wir gucken uns jetzt mal den Tempel an. Menos. Tempel. Menos ist echt mein Lieblingscharakter. I Ohne know. Frage. Ohne Frage. Immer noch? Ja. Ja. Ist einfach so liebenswürdig. So liebenswert. Wo denn? Da. Muss ich jetzt... Ah, guck mal. Sieht ja. schon ganz anders aus. Huch. Ja. Was ist denn... Hä? Hallo? Okay. Der heilige Tempel von Menos. Da müssen wir jetzt auch die Straße der Wahrheit entlanglaufen. Okay. Das machen wir auch. Ja, die einige der letzten lebenden Dämonen. Wir haben die Wahrheit herausgefunden, die Vergangenheit ist einfach nur Staub. Heute ist einfach ein Neuanfang. Hat Menos die Vergangenheit doch hinter sich gelassen? Gestern und morgen sind einfach nur zwei Seiten des gleichen Glases. Warum sieht er so komisch aus? Er ist schon alt. Also blaue Haare. Weißt du? Ach so. Mhm. Uiuiui, Buddhisten. Mhm. Nice. Ja, machen wir. Wer? Wow, hallo? Oh. Was? Wer? Da? Ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ygritte. Okay. Hä? Andere kennen nur Tragödien. Ja, wir suchen die heilige Macht des Feuers. Sind hellwach. Haben ihm gebracht, was er will. Was will er denn? Was wollen sie immer? Mana. Okay. Der verbindet sich jetzt mit Menos. Ah, alright. Uiuiuiui. Nice. Also Velvet hat ja ihr Level 3, das ist ja diese Schlange. Genau. Und er hat jetzt sein Level 3, das werde ich mir auch direkt angucken. Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, an welchen Spruch ich dabei denken muss, bei diesem ganzen Buddhistentum-Gerede? Oh. Ei. Krass. Ei. Nein, sag's mir. Yesterday is history, tomorrow a mystery, and today is a present. Sehr schön. Das ist wirklich schön. Nicht the present, sondern a present. Mhm. Das ist doch ganz nett. So. Jetzt schauen wir uns einmal Genf in der Zukunft wieder an. Mhm. Sieht immer noch staubig und eklig aus. In der Tat. Wo ist das Waffengeschäft? Hut? Mhm. Nichts? Gar nichts? Wir waren schon mal da vorhin. Hier müsste es irgendwo sein, ne? Möglich. Das, keine Ahnung. Das, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Ja. Das wird sein. Uiuiui, habe ich viel Geld. Ja, kann so ein ich irgendwas verkaufen? Nee. Hat er irgendwas, was ich kaufe? Warum minus? Angriff minus 11? Eieiei. Ich glaube nicht, dass ich mir das kaufen möchte. Ich wollte gerade sagen, ich denke nicht. Ich glaube nicht so wirklich. Ah, hier ist jetzt auf, oder wie? Okay. War hier vorher schon auf? Das weiß ich nicht. Das ist so lange her, dass wir hier waren. Ja, die Wikinger haben wirklich existiert. In der Tat, wir haben sie ja gesehen. Hm. Bei Ark. Archaeologist. 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 Ja. Archaeologist. Das lassen wir einfach mal so stehen. Okay, hier war jetzt irgendwie nichts. Wo ging es raus? Eins weiter rechts. Ja.
Hier, ja, durchs genau. Tor? Durchs Dörsche. So, dann wieder auf die Flugmaschine. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen jetzt in den Sylvari-Wald. Knallt-Wald. Die Strate gehen in den Wald. Hier so? Ja. Ist das der Sylvari-Wald? Der Sylph-Forest. Ja, wie würdest du das denn auf Deutsch übersetzen? Sylph. Ach, Sylvari sind ja bei Guild Wars 2. Wie würdest du denn das übersetzen? Naja, Sylph einfach. Ich denke, das ist ein Eigenname. Guck mal, ich find's nur lustig, wir sind in der Zukunft da reingegangen und sind in der Gegenwart angekommen. Stimmt. Okay. Hast du was zu sagen? Ich finde es lustig, dass wir schon zum zweiten Mal Guild Wars 2 jetzt reinbringen. Ja. Einmal Sylvari statt Sylph, Orichalcum statt Orikon. Das stimmt. Ja, warum sind wir... Wir haben keinen Mageliten aktiviert. Ich habe nichts angefasst. Und ich identifiziere mich einmal mehr mit Menos. Der Sylphwald ist außerhalb der Grenzen der Zeit. Aha. Das ist das, was sie meinen müssen. Mhm. Okay. Meinst du dich auch, Kuro? Sag doch einfach ja. Er nickt einfach. Da ist was, das leuchtet. Wo? Da oben. Stimmt. Warum läufst du so weit am Rand? Ach so, weil du gucken willst, ob es da irgendwo reingeht. Geheimnis. Ja, eine Kiste oder so. Ih, es schwebt. Du meinst so eine? Ja, so eine. So eine versteckte Kiste meinte ich. Oh, ein Sternchen. So. Was ist das? Willkommen. Ist das so eine Sylph? Wahrscheinlich. Ah, guck mal, alle Zeitstrahlen fließen hier zusammen. Okay. Und das bilden eine Unendlichkeit der Jetzts. Tis a marvelous gift. Eternal life in a single instant, over and over and without end. Das klingt furchtbar. Das heißt, man kann das ewige Leben hier innerhalb von einer Sekunde verbringen. Ja. Möchtet ihr ja auch euer Schicksal hier finden? So wie die anderen Helden, die unser Orakel der Weisheit gesucht haben, ja? Ist das das Orakel der Weisheit? Glaub nicht. Nein? Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Was machen denn die ganzen Sylphs hier? Das sind doch die Sylphs, oder? Ich denke. Wart ihr hier nicht schon mal? Oder vielleicht seid ihr jetzt auch gar nicht hier? Zeit spielt keine große Rolle hier. Ah! Ein grimmiger Panda! Aha. Okay, dieses Orakel ist wohl... Das weiß alles aus Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Manchmal warten die Helden hier Jahre, damit ihnen das Schicksal mitgeteilt wird. Okay. Und... Da ist... Und die Helden, ihre Fans warten dann ewig auf ihre Rückkehr. Okay, wen gibt's hier zu erkennen? Ich erkenne Link. Ja, ich erkenne Mario. Hier Ryu, Karate Kid. Mario, genau. Ryu, Link. Wer ist er denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mega Man ist das. Mega Man? Ah. Und er ist? Keine Ahnung. Da komme ich jetzt auch nicht drauf. Das weiß ich nicht. Also da komme ich jetzt wirklich nicht drauf. Ach, schön. let it go, can't hold it back anymore. Ich weiß nicht, wer du bist. Sag mir leider nichts, ehrlich nicht. Ja, nee. Wo sind meine Bomben? Dann ist das nicht Mega Man, sondern Bomberman. Okay. Ryo? That stuck up blonde dude. Okay. Again. Oh, ein Achievement! Oui. Video Games Hall of Fame. Nice. Ich glaube, das haben wir bekommen, weil wir schon mit Clara Loft gesprochen haben. Das kann sein. Ich bin ein bisschen anders. Bist du überhaupt ein Held? Hallo? Ja. Schnuckiputz! Da ist das Orakel. Jetzt bin ich gespannt. Glaube ich auch, ja. So. Willkommen, Helden dieser Welt. Ich bin kein Held. Ich wünsche mir nur, dass mein Sohn... Ich weiß, Menos. Keine Geheimnisse werden von uns, vor uns Sylphs versteckt. Ich werde jetzt nicht mehr alles übersetzen. Nee, das wird auch ein bisschen also zu lang. Also hier ist tatsächlich die Ewigkeit der Zeit.
Alles ist schon vorherbestimmt. Nee, genau das Gegenteil, Fina. Die Entscheidungen, die wir treffen, formen unser Schicksal. Und das Schicksal formt unsere Entscheidungen. Nur ein paar haben absolute Freiheit. Die Fähigkeit, alles zu verändern. Du sprichst über Kuro. Ja, Kuro ist einer dieser wenigen. Oioi. Seine Vergangenheit, Gegenwart und zukünftigen Entscheidungen können alles oder nichts entscheiden oder verändern. Super. Kann meine Eltern und mein Dorf retten. Und dass ich meinem Sohn helfen kann. Ja, vielleicht. Und dann noch viel mehr. Aber erst müsst ihr die 5 Fragmente des Magischlüssels sammeln. Gut. Ich habe eine Frage. Ist es nicht riskant, den Magischlüssel zu benutzen, ja? Wahrscheinlich. Kann sie nicht beantworten, die Frage. Jetzt müssen wir Menschen angehen. Haha. Die Sylphs leben in der Ewigkeit. Genau, Menos. Okay. Deswegen können nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden. Beziehungsweise es gibt kein gut oder schlecht. Genau, weil es einfach nur irgendwelche Teile des Gesamten sind. Also warum das wird ja extrem philosophisch jetzt, das Spiel. Oh ja. Nichts ist jemals schwarz oder weiß. Es gibt nur Grautöne. Eieiei. Es wird alles interessante Fragen, Fina, ja. Oracle, könnt ihr uns das magische Schlüsselfragment geben? Würde es in meinem Besitz sein, hätte ich es euch schon längst gegeben. Aber die Magi haben es an den Wächter des Heiligen Waldes gegeben. Schon wieder ein Wächter. Mhm. Wurde von den bösen Geistern des Waldes korrumpiert. Sadistas? Sadistas. Sadistas. Oder keine Ahnung. Okay. Ja, vielleicht können wir dieser Distas loswerden. Vielleicht mit der Träne einer Sylph. Na dann? Aber es existiert gar nicht. Weil die Sylphs ja keine Vergangenheit und keine Zukunft haben. Also haben sie ja keine Traurigkeit. Und weinen deswegen nicht. Okay. Finrella? Okay. Na dann mal, ja. Auf zu Finrella, würde ich sagen. Hab da aber gerade so ein komisches Gefühl. Komisches Gefühl? Ja. Was für ein komisches Gefühl denn? Finrella. Fina? Finrella? Mhm. Das hatte ich mir auch schon gedacht. Das hatte ich gerade, ja. Und sie ist genauso grün wie die Sylphs. Weißt du? Stimmt. Ja, stimmt. Du da, du bist nicht gänzlich menschlich. Ach, guck an, wer austritt. Ja, du, Fina. Was? Du hast Sylphblut in dir. Was? Hast dich nie gefragt, woher deine Kraft kommt, ja. Guck an. Nein, du bist keine Sylph. Aber in deiner Familie gab's mal eine. Und die muss Fina jetzt finden. Ihre Mama. Mein gesamtes Dorf ist, denk nach. Muss irgendwie ein Mitglied dieser Familie irgendwo sein. Und von der müssen wir eine Träne hier hinbringen. Okay. Oh. Eieiei. Das hätte ich ja jetzt wirklich nicht unbedingt erwartet. Da hat das Spiel eine schöne Wendung drin. Oder was ist Wendung? Aber einen interessanten Plot-Twist. I like. So, mit wem müssen wir jetzt noch weiter quatschen? Mit ihr also nicht. Müssen? Die war ja Finrella. Wer ist denn Finrella? War Finrella nicht die, mit der wir gerade geredet haben, die uns die Hilfe gegeben hat? Nee, ich glaube nicht, oder? Nein. Ach, Finrella ist doch am Ausgang des Waldes, oder? Am Eingang? Ausgang? Ja, vielleicht am Eingang.
Das hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Ja, in der Tat. Sie? Hatten wir auch schon. Keine Finrella? Mensch. Keine Finrella? Jetzt wieder in der Zukunft? Vielleicht war Finrella doch die, mit der wir da gesprochen hatten, die uns den Hinweis gegeben hat. Weil es hieß ja, Finrella kann uns weiterhelfen. Meinst du? Ja, und die hat uns jetzt weitergeholfen. Wir wissen ja jetzt theoretisch, was wir machen. Oh, Täubchen. Was machen müssen. Muss man eben einen Schluck trinken. So. Okay. Fienchen, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Fienchen hat eine Sylph in ihrer Familie. Ja. Wo zur Hölle sollen wir die finden? Keine Ahnung. Ich bin gerade noch ein bisschen... Wir können mal versuchen. Ich fliege jetzt hier oben hin, weil ich weiß halt, dass hier dieser eine Margelit ist, dem ich halt permanent die Zeit wunderbar drehen kann. Ja. Mit dem du vor allem in jede Zeit kommst. Ja, genau. So, von der Zukunft in die Vergangenheit. In die Vergangenheit, weil wenn es irgendjemand von Fienchens Familie sein muss, dann muss es ja in ihrer Zeitlinie sein, also Vergangenheit sein. Muss ja nicht die Mutter, kann doch die Großmutter gewesen sein. Ja, stimmt. Und deswegen macht es ja Sinn, in der Vergangenheit ein bisschen rumzuschauen. Ja. Haha, Böserwald. Vielleicht... Warte mal, wo sollte denn das Dorf sein? Genova? Oder? Nee, das Dorf von Fienchen. War das nicht Genova? Nee, Genova war die Stadt. Okay. Das Dorf von Fienchen? Wo sollte sicher, das denn dass sein? Das, sicher, dass sie nicht aus Genova ist? Ja, das war ein Dorf. Okay. Weißt du nicht mehr, wo es war? Weiter im Norden ja kann das Windy sein? Valley. Bisschen weiter im Norden. Weiter im Norden? Nee, okay, nein. Nein, 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 nein. Der Mondlager? In welcher Zeitlinie war denn nochmal die, Achso, nein, nee. Nee, alles gut. Bin doof. Entschuldigung. Ich meinte, dass das hier war. Da ist nun die Lichtung. Was hat das mit der Lichtung auf sich? Da ist doch nur dieses, dieses Zeitportal. Rätsel, oder? Nee, dieses Zeitportal. Ach, verdammt. Zu dem man nach, mit dem man nach Ceres kommt? Nee, nicht zu, oder? Zu Ceres? Doch, du hast recht, Entschuldigung. Mein Fehler. Vielleicht kann die uns ja ausnahmsweise mal helfen. Nee, eigentlich nicht. Gut. Dann nicht. Dann nicht. Dann wieder zurück. Warum müssen wir eigentlich alles machen, wenn die da einfach nur rumstehen? Weil wir der Auserwählte sind, Mensch. Weil wir zwischen der Zeit existieren, ne? Genau. Haben wir ja gerade herausgefunden. Genau. Okay, Folge ist vorbei. Wir überlegen uns mal, wo denn das Dorf von Fina ist. Und dann sind wir in der nächsten Folge hoffentlich direkt beim Dorf wieder mit dabei. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.